Ja, hallo, hier ist der Jan von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Heute werden wir uns angucken, was Messages und SRVs in ROS sind. Dazu gucken wir uns an, wie wir diese beide erstellen, wie wir die benutzen können und dann zum Schluss gucken wir uns noch den Befehl ROS CP an, weil es sich in diesem Kontext anbietet. So, Messages sind eigentlich nichts anderes als normale Textdateien, die Variablen enthalten. Diese können von verschiedenen Datentypen sein, wie int 8, 16, 32, float, string, time oder kann sogar ein Array sein. SRVs hingegen bestehen aus zwei Teilen. Einmal ein Request und einmal ein Response. Also einmal was reingeht und einmal was rausgeht. So, gucken wir uns den ganzen Spaß doch einfach mal an. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr euch vorher schon ein Paket erstellt habt. Wenn ihr dies noch nicht gemacht habt, einfach den Befehl ROS Create Package, gefolgt vom Paketnamen und gefolgt von den Abhängigkeiten. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, könnt ihr gerne das in einem der vorherigen Tutorials nochmal angucken. So, wir browsen direkt in unser Paket, das ich vorher erstellt habe, nämlich First Package mit Hilfe von ROS CD. Und dort erstellen wir dann erstmal einen Ordner Message mit Make Directory. So, nun haben wir zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir öffnen eine Textdatei und schreiben unsere Message da direkt rein. Andere Möglichkeit ist, wir schreiben das direkt hier über die Konsole rein. Nehmen wir zum Beispiel int 64 für den Datentyp, gefolgt vom Bezeichner. Und dann den Befehl zum Reinschreiben. Und dann unser Pfad zur Datei, wie sie heißen soll. Nämlich hier unser Ordner, den wir gerade erstellt haben. So, sieht ja ganz gut aus. Wir können ja mal nachgucken, ob alles geklappt hat. CD in unser soeben erstelltes Verzeichnis. Und dann die Datei ist schon mal da. Und dann können wir mit gedit oder noch besser mit cut numMessage einmal nachgucken. Und hier ist unser Bezeichner. So, was wir noch machen müssen ist, wir gehen einmal zurück, wir müssen wieder die cmake-list.txt anpassen. Öffnet diese dann mit gedit. Und hier sehen wir eine Zeile, rusbuild gen message. Die müssen wir auskommentieren. So, was gemacht habe, wieder schließen. Und nun können wir es mal anwenden mit Hilfe von dem Befehl ROS Message. Entschuldigung, so rum. Show und dann Paketname. Können wir auch wieder mit Tab alles autovervollständigen. So, und hier werden dann alle Messages angezeigt, die dieses Paket beinhaltet. So, als nächstes gucken wir uns die SRVs an. Dazu erstellen wir wieder einen Ordner, aber darauf achten, dass wir wieder im Root-Verzeichnis vom Paket sind. Und den nennen wir, jetzt so anders sein können, SRV. Gut, nun können wir den Befehl ROS CP für ROS Copy anwenden, denn wir werden eine SRV oder SRV aus einem anderen Paket in unser Paket hereinkopieren. Also, wir schreiben ROS CP in unser Terminalfenster. ROS-P unterstrich Tutorials. Können wir auch wieder mit Tab Auto vervollständigen. Add-to-ins.srv. Und dies, also das ist der Teil, wo wir es herholen. Und jetzt kommt der Teil, wo es hingehen soll, nämlich add SRV, den Ordner, den wir gerade erstellt haben, add to ints.srv, nennen wir den ganzen Spaß. Enter drücken. So, jetzt können wir wieder nachgucken, ob alles da ist. Und das sieht ja ganz gut aus.
So, wir gehen wieder zurück ins Root-Verzeichnis und werden nun wieder die CMake-List.txt anpassen müssen, nämlich diese Zeile hier. Steht nämlich auch schon hier drüber: Uncomment if you have defined services. So. So. Jetzt können wir auch wieder mit, nicht wieder, sondern mit RossSRV, Ross, oh, Entschuldigung, SRV 2S, Show, Paketname, Package, slash add to ins. Und dort sehen wir dann, was hier reingeschrieben wurde. Nämlich das hier ist der, das ist der Request und das ist der Response. Also was reingeht und was rausgeht. Nämlich die Summe von A und B. Gut. Zu guter Letzt, um alles anwenden zu müssen oder anwenden zu können, schreiben wir noch einmal rein Ross, ein Ross Make. Gut. Was wir noch machen können, ist, also zuerst, wir sehen hier Zero Failures, alles ist gut. Wenn man einen Befehl hat, zum Beispiel Ross Message, dann kann man mit minus H sich eine Hilfe anzeigen lassen. Nämlich hier ist der Befehl, den wir gerade verwendet haben, Show. Gut. Was haben wir heute gemacht? Oder was müssen wir bis hierhin können? Wir müssen auf jeden Fall können aus dem vorherigen Tutorial Ross Pack. Das zeigt uns an Informationen über ein Paket an. Ross CD, um ein Paket, um zu einem bestimmten Paket zu browsen. Ross LS. Mit Ross LS können wir uns den Inhalt eines Paketes angucken. Ross CP. So können wir Inhalte von dem einen Paket in ein anderes Paket verschieben. Ross Message und Ross SRV haben wir gerade gesehen. Bietet auch eine, damit können wir uns Informationen anzeigen lassen zu Messages und SRVs. Und zu guter Letzt, Ross Make benutzt Make, um ein Paket zu installieren. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.